Live. Jawohl. Also, da sind wir wieder an einer lauwarmen Sommernacht. Es geht um unser gemeinsames neues Buch und dann war es leicht. Und wir sind mittendrin bei 20 Tage, 20 Lesungen. Und heute zu Gast haben wir die wunderbaren Sandra Liane Brown. Hi Sandra. Wir werden gleich in den formelleren Teil einsteigen. Bevor wir das tun, tun wir immer ganz gerne ein bisschen informellere Vorstellung. Also Sandra, ich weiß nicht, wann wir uns das erste Mal begegnet sind, in welchem Jahr. Weißt du es? Ich glaube 2018. Mhm. Und zwar ist Sandra irgendwie zu mir gekommen, als ich noch ganz stark viel Business- und Marketing-Coaching angeboten habe für Solopreneure, buchstabiert mit S-O-U-L, so Seelenpreneure. Und wir haben mindestens 6 Monate zusammengearbeitet, wenn ich mich recht erinnere, Sandra. Und da warst du ganz frisch auf dem Markt mit dem Thema Stress. Und das ist noch bis heute so dein Thema als Coach. Und ich weiß noch, wo wir diese Positionierung gemeinsam gemacht haben. Weißt du es noch? Also quasi, wenn du sagst, ich kann nicht mehr, dann raus aus dem Stress, rein ins Leben. Genau. Ja, und seitdem hat Sandra ganz vielen Menschen geholfen, als Coach zu Beginn mit dem Outside-In-Understanding und jetzt mit dem Inside-Out-Understanding, also das Leben von innen nach außen verstanden und gelebt. Und ja, wir durften 2 weitere Jahre zusammen verbringen in der Coaching-Ausbildung mit Lea und mir und den anderen wunderbaren Frauen. Und jetzt ist Sandra wirklich als Transformative Coach unterwegs. Und heute wird sie aus ihrem Kapitel lesen und darauf freue ich mich insbesondere. Davor wird Lea noch dein Kurzbio lesen und dann werden wir dich ein bisschen befragen, so, hey, warum machst du da überhaupt mit? Und da geht es dann mit deiner Lesung los. Genau, ich werde dir den formelleren Teil vorlesen, aber mir ist gerade etwas in den Sinn gekommen, Sandra. Ganz zu Beginn, als wir uns kennengelernt haben, hast du mich immer wieder angeguckt und gesagt, von was in aller Welt sprichst denn du da? Weil irgendwie ist Sandra bei uns dann gelandet, ohne zu wissen, was wir denn eigentlich tun. Und das war sehr, sehr lustig zu Beginn. Ja. Und erinnerst du dich noch? Ich hat mich hingezogen, ja. Ich wusste, da ist was für mich drin, aber ich wusste nicht was. Und mit der Zeit hat sie Sweepish und auch Leisch gelernt, ehrlich gesagt. Und das war total schön, weil sie nämlich eine Wortjongleurin ist, die wunderbar mit Sprache umgeht und Sprache nutzt und dort auch Herzen berührt. Genau. Ja, also ich lese das noch. Ich bin etwas gestolpert und mache ganz langsam mit meinem breiten schweizerdeutschen Akzent. Sandra Liane Braun. Sie ist Lebensentdeckerin, Gedankensortiererin, Transformative Coach und süchtig nach Chips. Über ihr zweites Leben nach 2 Burnouts wurde ein Filmbeitrag gedreht. Wenn sie nicht gerade schreibt, wandert oder mit ihrem Mann im Wohnmobil verreist, hilft sie ihren Kunden raus aus dem Stress und rein ins Leben. Genau. Ja, ich frage meistens noch, was war das, was dich eben gezogen hat, auch jetzt deine Geschichte, deine Worte zu teilen mit den Menschen da draußen durch dieses Buch?
Ja, also als ihr uns erzählt habt, wir haben vor, hier gemeinsam ein Buch zu machen, wer macht da mit, war für mich direkt so von innen, ja, ich, klar, ne? Weil Schreiben wirklich meine große Leidenschaft ist und ich parallel auch mein eigenes Buch schreibe. Und mir ist dann aber auch sofort klar geworden, wie wichtig, wie hilfreich eben auch tatsächlich manchmal schon transformativ sind eben diese Geschichten, die wir hier alle zusammengeschrieben haben. Ich habe das selbst erlebt. Ich habe erlebt, wie es bei anderen Menschen, auch bei meinen Kunden, allein durch so eine Geschichte irgendwas passiert ist. Und das ist Grund genug, da mitzumachen. Und ich weiß jetzt schon, dass da echt tolle Geschichten mit dabei sind. Ich weiß, das wird echt ein wertvolles Buch geben. Ja, und Sandra war eine von den tollen Frauen, die auch am Klappentext mitgeschrieben haben. Und der ist einfach richtig gut. Das hat echt, das fand ich so toll. Und einfach so eine Sogwirkung auch drin. Du hast das transportiert, genau diesen Enthusiasmus, der jetzt eben spürbar ist. Das freut mich. Ja, die Bühne gehört dir, Sandra. Ja, dann fange ich mal an mit dem Thema Tschüss, Kontrollfreak, Hallo Leben. Oder als an einem Freitagnachmittag auf der Abbiegespur meine Welt explodierte. Es war ein ganz gewöhnlicher Freitagnachmittag, ein grauer Tag mit dem ein oder anderen Regenschauer. Ich fuhr vom Supermarkt in der Stadt zurück nach Hause. 1 Kilometer Landstraße in Richtung meines Stadtviertels. Autofahren sinnierte ich irgendwie und setzte den Blinker nach links, um in mein Stadtviertel abzubiegen. Und dann passierte es. Plötzlich traf mich in meinem Auto ein Blitz. Wusch, Peng, Donner, und es wurde schlagartig hell. Was davor geschah? Angenommen, wir würden uns kennen, treffen uns zufällig im Supermarkt oder auf der Straße und du würdest mich fragen, wie geht's dir, Sandra? Dann würde ich dir heute antworten, mir geht es sehr gut. Dass aus meinem Munde das Wörtchen sehr kommt, mir geht es sehr gut, das grenzt für mich an ein Wunder. Denn Zeit meines Lebens war meine Antwort auf die Frage stets, ja, mir geht's ganz gut. Ich habe zwar gerade dies oder jenes, aber sonst ist alles okay. Du erkennst vielleicht, ich war etwas verhalten. Obwohl ich durchaus ein positiv eingestellter Mensch war. Ich war schon immer viel mehr Optimistin als Pessimistin, aber verhalten. Mir ging es nicht immer so gut wie heute. Wenn ich zurückblicke, dann frage ich mich an manchen Tagen, warum mein Mann eigentlich seit 23 Jahren an meiner Seite ist. Wie hat er es all die Jahre zuvor mit mir ausgehalten? Falls du mich schon kennst und mich nett findest, dann ehrt mich das. Ich war früher auch meistens sehr nett und freundlich, doch zu Hause war das anders. Wenn ich heute zurückblicke, dann sehe ich ganz viel Unzufriedenheit. Ich war ständig am Nörgeln, mit mir selbst und mit meinem Liebsten. Wenn ich schlechte Laune hatte, das war eigentlich immer der Fall, auch wenn es augenscheinlich keinen Grund gab und sogar wenn es mir grundsätzlich gut ging, dann erlebte meine bessere Hälfte mich nörgelnd, motzend, kritisierend. Manchmal nannte er mich Kontrollfreak. Ich verstand nicht, wie er das meinte und war, wie du dir vielleicht vorstellen kannst, ziemlich verärgert darüber. Ich selbst sah mich überhaupt nicht als kontrollierender Mensch und schon gar nicht als Kontrollfreak. Rückblickend sehe ich, in meinen Augen hat er nie etwas richtig gemacht. Er hat die Spülmaschine falsch eingeräumt, er hat nicht richtig Staub gesaugt, den Kühlschrank nicht richtig eingeräumt, die Arbeitsplatte in der Küche nicht richtig sauber gemacht. Er ist nicht richtig Auto gefahren, zu schnell oder zu langsam. Und leider könnte ich die Liste noch endlos fortführen. All das, von dem ich glaubte, was so nicht richtig ist, habe ich ihm auch vorgeworfen. Klingt streng und anstrengend? Ja, das war es auch. War mir das wirklich bewusst? Ja und nein, schließlich war er, zumindest in diesen Beispielen, daran schuld, dass ich das Leben als anstrengend empfand. So glaubte ich. Ja, mein Leben war schon immer anstrengend. Der Alltag, einige Menschen, ich selbst. Ich war meine größte Kritikerin. Ich machte selbst auch nichts gut genug. Immer gab es Dinge, von denen ich genau wusste, das geht besser. Oder andere sind darin besser.
Perfektionismus, Leistungsdruck, Verantwortungsgefühl, davon hatte ich mehr, als es einem Menschen gut tut. Nicht ohne Grund durchlebte ich 2 Burnouts. Ich glaubte nämlich, immer durchhalten zu müssen, zum Beispiel in Situationen, meist Jobs, die mir nicht mehr gut getan haben. Ich wurde getrieben von Ich-muss-Gedanken. Ich muss durchhalten, wer A sagt, muss auch B sagen, andere schaffen das auch, stell dich nicht so an, Sandra, bleib stark. Das war jahrzehntelang mein ganz persönliches Gedankenkarussell, eine Langspielplatte in Endlosschleife. Klingt streng und anstrengend? Oh ja, das war es auch. Solche Situationen endeten nicht nur 2 im Burnout, nein, hinzu kamen 2002 eine Depression, Angstzustände und Panikattacken über mehrere Monate. 2015 endete eine andere Situation wieder mit Angst und Panik. Empfand ich mein Leben als lebenswert? Es gab Phasen, in denen hätte ich gesagt, nein. Und in anderen Phasen dachte ich über das Leben, naja, so ist es halt. Man kann ja nicht immer glücklich sein, so funktioniert das Leben nicht. Klingt traurig? Das war es auch. Traurigkeit begleitete mich seit Kindheitstagen. Ohne dass ich unter einer Depression litt, es war eher so eine Grundstimmung und zog sich, bis ich Anfang 40 war. Meine Stimmung war immer eher verhalten. Meine Schwester und ich hatten irgendwann einen Running Gag. Sie sagte in sehr freudigen Momenten, in denen es wirklich etwas zu lachen und zu freuen gab, Sandra freut sich mal wieder nach innen. Sie durfte das sagen, sie ist schließlich meine Schwester. Und sie hatte recht. Wenn ich mich freute, dann konnte ich es nicht zeigen. Ich lächelte, aber bloß nicht zu viel, denn eigentlich bin ich ja traurig. Wenn ich das dachte, fühlte ich mich traurig. Lachen passte dazu überhaupt nicht. Auch nicht, wenn es noch so witzig war. Ich glaubte wohl immer daran, dass ich ein trauriger Mensch bin, dessen Leben einfach nur anstrengend ist. Ich bin traurig. Mit diesem Gedanken hatte ich mich identifiziert. Und da war noch mehr. Ich war auch nie gut genug. Ich konnte nicht gut rechnen. Ich war keine gute Führungskraft, keine gute Tochter, keine gute Schwester, keine gute Ehefrau. Klingt streng? Ja, das war's. Ich war sehr streng mit mir. Ich tadelte mich auf allen Ebenen und in allen Rollen, in die ich in meinem Leben schlüpfte. Eine Zeit lang versuchte ich, diese Glaubenssätze zu bearbeiten. Ich hinterfragte sie, durchleuchtete sie und ersetzte sie durch positive Affirmationen. Mit Erfolg? Manchmal. Kurz anhaltend funktionierte das schon mal. Langfristig war auch das einfach nur anstrengend. Nach außen hin, auf andere, wirkte ich immer selbstsicher und selbstbewusst. Auch das war anstrengend. In meinem letzten Angestelltenjob war ich schon länger nicht mehr glücklich gewesen. Immer wieder kam der Wunsch in mir hoch, dass ich gerne selbstständig arbeiten würde. Ich glaubte jedoch, dass ich dafür nicht mutig genug wäre. Als ich schließlich meine Pläne angehen wollte, lande ich in einer Mobbing-Situation, die in einem Zusammenbruch endete. Es ging mir nun wirklich sehr schlecht. Was mich in schwierigen Phasen meines Lebens jedes Mal wunderte, war die Tatsache, dass ich tief in mir immer Vertrauen und Zuversicht spürte. Ich fragte mich so manches Mal, woher nehme ich nur dieses Vertrauen? Und woher kommt diese Zuversicht? Diese beiden Wegbegleiter waren immer da. Selbst in Zeiten, in denen in meinem Kopf totales Chaos angesagt war. Ich erlebte Gedankenspiralen, Gedankenkarussells, Gedankenstürme, bestehend aus Gedanken, die mein Dasein und mein Leben als schlecht bewerteten, die mir eine Realität von Hilflosigkeit, Ratlosigkeit, Angst, Sorge und Traurigkeit vorgaukelten. Mein Verstand glaubte zu wissen, wer ich bin. Heute weiß ich, dass mein wahres Ich eine wunderbare Quelle von Vertrauen und Zuversicht ist. Und nicht nur das, mein wahres Ich ist voller Liebe, Zufriedenheit, Glück, Freude und noch so vieles mehr. Schreibe ich weiter, wie ich zur Selbstständigkeit kam und wie ich zu den 3 Prinzipien kam? Denn dann, ich fuhr mit meinem Auto vom Supermarkt nach Hause. Und dann passierte es. Von einer Sekunde auf die andere traf mich die Erkenntnis wie ein Blitz. Wusch, Peng, Donner und es wurde schlagartig hell. Mit weit aufgerissenen Augen schlug ich meine rechte Handinnenfläche an meine Stirn und rief laut aus, na klar. Und was dann passiert ist, das erfährst du in meinem Kapitel ab dem 1.7.
Ja. Sandra, du bist nicht nur ein guter Coach und eine gute Schreiberin, sondern auch eine gute Schauspielerin. Habe ich schon mal gehört. Also was mir gerade so in den Sinn gekommen ist, während du gelesen hast, Sandra, ist, wie viele Menschen da draußen sich wahrscheinlich mit deiner Geschichte identifizieren können. Wie viele Menschen, wo wir das überhaupt nicht ahnen, dass es in ihnen vorgeht. Als ich dich kennengelernt habe, habe ich überhaupt nicht gewusst, dass du dich so traurig gefühlt hast. Ich habe dich immer als eine glückliche, positive Mensch empfunden, weil das hast du nach außen gezeigt. Mhm. Oder? Ja, und wie schön in deiner Geschichte, dass du dich zeigst, wahrhaftig, wie das war, so dass andere, die da sind, auch sehen können, es muss nicht so sein. Es geht anders. Mhm. Ja. Und was deine Erkenntnis ist, bin ich extrem gespannt. Ja, ich glaube, die kennst du noch nicht. Nein. Das kenne ich noch nicht. Lea, gibt es was hinzuzufügen? Nein, es war wunderbar, Sandra. Vielen lieben Dank. Und wir freuen uns auf deine Geschichte. Ja. Auf den 1. Juli. Genau. Und danke für euer tolles Projekt. Das ist wirklich eine tolle Sache. Schön, dass ich da dabei sein kann. Unser tolles Projekt. Unser aller Projekt. Ja. Also, für diejenigen, die hier sind und morgen wieder dabei sein wollen, es geht weiter um 20 Uhr in unserer Aktion 20 Tage, 20 Lesungen aus dem Buch. Und dann war es leicht. Und wir nähern uns wirklich dem 1. Juli und bald beginnen wir, ein paar Infos zu geben über, hey, wie kriegt man seine Hände überhaupt um dieses Buch? Wie kriegt man das bei sich auf dem Kindle als Taschenbuch zu Hause? Also wie wird das aussehen? Wir werden beginnen, da mehr Infos zu geben, peu à peu in Richtung 1. Juli. Sandra, vielen Dank. Und danke an alle, die zugehört haben. Wir sehen uns wieder morgen. Mhm. Tschüss. Tschüss.